It must be used for something. Hold on to it for now. Alles klar. Und auch dieser Ort hier fackelt ab. Damit wären 3 von 4 geschafft. Let's solve the rest. Right. Also ich muss schon sagen, dass dieser Fall anfänglich sehr, sehr komplex scheint, aber sobald man sich das so ein bisschen überlegt und quasi jeden Tatort so ein bisschen für sich betrachtet, ist es echt nicht so schwer. Also ich habe ja schon gesagt, während der Ermittlung hatte ich Panik, dass ich hier gar nichts rausbekommen würde, aber sobald man sich da ein paar Gedanken zu macht, ist halt echt nicht so schwer irgendwie. Gut, gehen wir mal zu dem meiner Ansicht nach schwierigsten Tatort und das wäre Nummer 3, der Museumsmord. Locked room was a murder that happened 1 month ago in the art gallery storage in Ginma district. Oder Kunstgalerie ist ja dasselbe, oder? Pictures and paint were scattered all around the spot where a woman was boom killed. If you think you're up for it, then let's solve this thing. Gibt's eigentlich keine deutsche Übersetzung für boom kill irgendwie? Also, mir fällt jetzt auch nichts ein, aber da geht ja schon ein bisschen von ihrem Charakter verloren, wenn man das entsprechend nicht übersetzt. Are you going to the third locked room? Ja, ich gehe jetzt dahin. So. Danke für die Frage. Aber gibt's ja sonst nichts anderes mehr hier, ne? Was ich noch nehmen könnte. Ah ja, ich habe Angst vor diesem Mord hier. Did we get stuck inside a locked room again? This was the corpse that was discovered by that worshipper and the art gallery employee. At the time of discovery, the door was locked and the key was nailed to a doll inside the room. Aside from the door, the only other entrance is the window, but it opens just enough to fit a finger in. The frame itself is too small for even a child to squeeze through. How did the culprit vanish from here? Gute Frage. Ich denke, uns wird wie immer dieselbe erste Frage gestellt. Von wo ist der Täter geflohen? Und das ist sehr interessant, weil wie gesagt, das Fenster kann es ja eigentlich nicht sein. Der einzige Fluchtweg ist eigentlich diese Tür, aber selbst das kann ja nicht gewesen sein. Ich gehe daher davon aus, wie ich in meiner Theorie bereits erwähnt habe, dass der Täter zum Zeitpunkt, als ja quasi die 2 Leute hier reingekommen sind, der Museumstyp da und der Typ von der Kirche, dass der Täter sich immer noch in dem Raum befunden hat. Aber nun, der Fluchtweg ist natürlich trotzdem dann die Tür. I think the culprit could have only escaped from here, but nothing's happening. Maybe you made a mistake, Master. Na, ich glaube nicht. Can't be right. It's impossible for anyone to squeeze through that window. They could have only gotten out through the door. I'm sure the culprit had the key and locked the door from the outside after committing the crime. The culprit just used a copy of the key? Would that really be considered a locked room mystery? Nee, das wäre zu einfach. Well, there are only 2 keys to the storage space. And the design makes them impossible to duplicate. I learned that thanks to you, Halara. One of the keys is always carried by that one employee. It was used when the body was first discovered, right? And the only other key was nailed through a doll onto a painting. So, it is a locked room mystery! Right? Right? Oh, that's totally it. Absolut. I see. I suppose you could call it that. Hey, Yuma, can you go check outside of that window? Schon wieder? Hast du vergessen? Oh, just like before. Hast du vergessen? Before? Yeah, you made me do the same thing in the real world when we were investigating this place. Dieser Gesichtsausdruck von ihr. You see. Then the answer has already been confirmed. Very well. This locked room is solved. Huh? Wait, did you already solve this mystery? You haven't? Ich liebe das so. Das ist so cool. How about you go and check outside the window? Then even you will see. Hmm. Oh, it unlocked. Looks
outside. Aber das macht mich jetzt etwas neugierig, was sie damit meint, weil, naja. Alright, let's go see. Immer dieses Fenster. Weil in meiner Theorie ist dieses Fenster gar nicht mal so wichtig. Das Einzige, wofür dieses Fenster in meiner Theorie gut ist, ist zu sagen, dass man hier nicht hätte entkommen können. Man hätte natürlich irgendetwas da durchgeben können, vielleicht den Schlüssel oder so, aber der Schlüssel muss ja trotzdem erstmal dorthin, ne? So ist ja jetzt nicht. Naja gut, ich geh da mal raus, ne? So. Da wären wir jetzt. Hey, didn't you already check this in the real world? Why do it again? Holara told me to check it twice. There must be an important clue outside that window. Hey, maybe the culprit threw the key in through the window. That way the key would be found inside. Das war tatsächlich auch eine meiner Theorien, aber es kann ja nicht sein, weil der Nagel dort drauf war und der Schlüssel nicht auf den Nagel von oben drauf gepasst hätte. Er muss also quasi richtig drauf genagelt worden sein. Well, how about that theory? Sie ist falsch! Ach, der Boden fällt wieder weg. Is this the storage key? Also ich glaube ganz ehrlich, dass meine Theorie zu diesem Fall hier falsch ist, also zu diesem Teil des Falls. Was ist wegen des Täters mit dem Schlüssel passiert? Ich weiß die Antwort nicht tatsächlich. Nein, das kann nicht sein. The culprit threw the key inside? Is that really the right answer? Did the culprit throw the key in from the window? Es ist falsch! Ich drück da nicht drauf! Meine ganze Ehre hält mich davon ab, da drauf zu drücken! Ich drück... Auf sowas Falsches drück ich niemals drauf. Never ever. That's the right answer? How? Didn't the culprit throw the key in there? That's why the key was found inside, right? Ich meine, das wäre so einfach, das kann nicht sein. The crime scene wouldn't end up like that if we threw it in. Ja, eben. The key was nailed to a painting. That's not possible if you just throw it into the room. Oh, right. But if the culprit didn't throw it in there, how is the key left in the room? Hmm. If you can't nail the key after throwing it, dann muss es bereits zuvor geschehen sein. Was jetzt? Oh, wir sind ja hier. Ach so. Ja, Abkürzung. Stell ich mir nicht so an. The key vanished. The key is in my hand. Master, you got the doll and nail. Ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwie das Ganze nachstellen, ne, wie das passiert ist. I see. So you're supposed to recreate the locked room in the same way the culprit did. Ich sag's ganz ehrlich, die ersten drei waren einfach, aber hier weiß ich nicht. Try it out. Doing so will create a new path. Yeah, I'm gonna solve this. Good luck, Master! Es gibt eine Sache, die mich sehr verwirrt, die ich nicht verstanden hab. Diese eine Sache ist nämlich dieser eine Nagel dort in dem Bild. Kann ich euch ja mal zeigen, wenn ich mich jetzt überlegen kann. Ich meine, hier, ne? Hier war ja irgendwo. Wo war es jetzt? Hier. Das Bild hier verstehe ich nicht. Hier sind einfach so drei Nägel drin und ich weiß nicht warum. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Erschaffe das verschlossene Zimmer. Die Leiter ist meiner Ansicht nach... Die habe ich gar nicht in Betracht gezogen. Die war ja gar nicht zur Auswahl. Was machen wir jetzt? Denken wir mal nach. Gemälde. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Das Fenster... Fenster, Leiter, Shinigami, Tür, Gemälde... Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe echt gar keine Ahnung. Nicht mal den Anhaltspunkt. Versuchen wir das Fenster. There are a few things you have to do, but first, you need to set the conditions to create the locked room.
Also, meiner Ansicht nach, ne? Ja, sie wurde hier festgenagelt. Das ist aber auch der... Ja, ist ja gut, ist ja gut. Meiner Ansicht nach ist das Einzige, was geschehen ist. Die Tatsache, dass die Puppe hier dran befestigt wurde. Das ist das Einzige. Also natürlich auch noch der Key, ne? Was hat der Täter als erstes getan, um einen verschlossenen Raum zu schaffen? Er nagelte den Schlüssel an das Gemälde, nagelte die Puppe an das Gemälde, platzierte das Gemälde an der Wand neben dem Fenster. Als erstes? Ich weiß nicht, ob ich das so genau aussah, um ehrlich zu sein. Ah, hier scheitere ich jetzt, Mann. Alles war bisher so schön und jetzt scheitere ich hier an einem solchen Kram. Ich weiß es nicht! Ja, okay, danke. Ja, da muss jetzt ja erst das hier geschehen. Ach man! Ja, das ist so schön, so eine schöne Theorie. Die ersten drei Teile waren richtig und jetzt das hier. Aber ich wusste auch, dass dieser Teil hier schwer werden würde. Das habe ich ja sogar auch gesagt während meiner Theorie. Ja, komm. The culprit nailed the doll onto the painting. Next, both were stood up at a certain location. Es wurde beides an einer bestimmten Stelle aufgestellt. Also ich hätte jetzt schon den Schlüssel drauf gemacht, um ehrlich zu sein. Hä? The painting was stood up facing the window. Now the part with the pierced doll is right next to the... Ich verstehe es jetzt. Oh, ich bin so dumm. Natürlich. Ach ja, genau. Oh, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ah, dann gibt es gar keinen Komplizen, sondern es wurde einfach so gemacht. After that... Ach Mann. Ach, das nervt mich jetzt aber schon. Aber was ist da mit dem Farbeimer hier? Weil ich dachte halt auch wegen des Farbeimers, dass es einen Komplizen gab. Aber nee, scheinbar nicht. Hä? Ja gut, jetzt wurde sich nach draußen bewegt, oder? Dann von außen abgeschlossen, dann dort rausgegangen und dann hier der Schlüssel befestigt und dann wurde das Ding da umgeworfen. Ja komm, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe mich blamiert, ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss, Shinigami. Tschüss, Falara. Tschüss. Then the culprit went outside. The door was locked and they went to the other side of the storage room. Ach, das ist so nervig, hey. Wisst ihr, ich habe mich so gut gefühlt wegen meiner Theorie und sie waren jetzt natürlich auch zum Großteil richtig, klar, aber das hier. Ah. I can see the painting and doll through the window, but I can barely fit my hand through the gap. The doll's got a nail in it, but the problem is that key in your hand, master. Yeah. The culprit took the key and then... Und dann wurde der Schlüssel nicht durch das Fenster hineingeworfen. Geht ja auch eigentlich gar nicht. Nicht mit der Puppe an das... War die... Es war ja hier, ne, an einen Nagel gehängt, der in der Puppe steckte. So war es doch, oder? No. Nein? Ich erinnere mich ja so ganz. Ach ja, ist ja gut. Mann, ich weiß das nicht mehr so genau. Ah, ja, ja, hier, dann das hier. So. Und da wurde es einfach umgeworfen, oder? Ja, das Gemälde in Richtung Raum umgeworfen. Aber, ja doch. I pushed the painting into the room. Dass ich das nicht gecheckt habe. Ich habe halt die Theorie, die ich mir überlegt habe, ne, war ja, hat der Täter vielleicht das gesamte Gemälde dort durch das Fenster geworfen, aber hat halt einfach nicht gepasst. Ist halt ein viel zu großes Gemälde. Diese Möglichkeit hier ist mir gar nicht eingefallen. Das ist schon ziemlich clever. Ja gut, Theorie ist dann halt zu 75% richtig. Auch die erste war ja auch so zu 80% richtig oder so. Na gut, na gut. Ja, schade. Wäre schon ziemlich geil gewesen, wenn sie komplett richtig gewesen wäre.
It took some time, but you've reached the truth behind this locked room. Ja, aber Moment, was ist denn jetzt mit dem Farbeimer? Das ist halt das, was mich überhaupt auf diese Fährte gelockt hat, so ein bisschen. Weil ich dachte, dieser Farbeimer ist umgefallen, weil der Täter sich zu diesem Zeitpunkt noch im Raum befunden hat und das quasi als eine Art Ablenkung dienen sollte, ne? Aber ist ja jetzt gar nicht so. Throwing the key through the window would be obvious. So to mislead us into thinking that was impossible, the key was nailed to a painting, which was then pushed over. It's one thing for an amateur, but a detective wouldn't be tricked by this. Ja, ich würde von so etwas auf jeden Fall mich nicht täuschen lassen, nee. Seriously, only amateurs would get fooled by... Ja, jetzt hier schön Salz in die Wunde streuen, was ist denn hier los? Die wissen, dass das hier der eine Fall war, den ich nicht rausgefunden habe, ne, ja, ja. Wait, you mean me? Gut, weiter geht's. So, jetzt haben wir den letzten Hinweis und ich glaube, jetzt müssen wir uns auch entscheiden, ne? Jetzt, wo wir alle vier Hinweise dann gleich haben, müssen wir uns wahrscheinlich entscheiden, wer dieser vier Leute der Täter ist. Und meine Theorie war ja diese Frau mit dem gebrochenen Arm. Hey, a treasure chest! Who's gonna open this one? We should let the meanest one of us open it. Also du. How would you decide that? Like this. Check out this treasure. Huh? Was jetzt? What's wrong? It's empty. Eine leere Schatztruhe. Huh? Why? After all we went through to solve this locked room. This must mean solving the third locked room mystery doesn't necessarily bring us any closer to the ultimate truth. That's terrible. I suddenly feel so tired. We can't call it quits. We gotta keep going.